Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den RSK 1 News. Grafing holt zweiten Sieg in der Volleyball-Regionalliga. Immer besser in Schwung kommt Volleyball-Regionalligist TSV Grafing. Nach dem wichtigen Auswärtserfolg bei der VSG Coburg Group vor einer Woche konnten die Oberbayern nun auch auf heimischem Parkett den ersten Sieg feiern. Gegen TSV Friedberg setzten sich die Gastgeber in 5 hart umkämpften Sätzen mit 3:2 durch und kletterten in der Tabelle der Regionalliga Südost vorübergehend auf den 4. Platz. In welche Richtung sich das Team von Trainer Mike Docho nun im weiteren Saisonverlauf orientieren sollte, wird sich bereits am 25. Oktober zeigen. Dann nämlich empfangen die TSVer in der Grafinger Jahn-Sporthalle den noch unbesiegten Tabellenzweiten aus Starnberg zu einer wegweisenden Partie. Die Volleyballabteilung des TSV Grafing stellt sich auf einer eigenen Homepage dar und informiert über das aktuelle Geschehen im Verein. Die Adresse www.volleyballgrafing.de. Videoclips von der Partie gegen Friedberg sind auf RSK 1 im Volleyballsport der Region Oberbayern zu sehen. Vaterstetten erobert Tabellenspitze der Handballbezirksliga Oberbayern. Neuer Tabellenführer der oberbayerischen Handballbezirksliga ist der TSV Vaterstetten. Mit einem überlegen herausgespielten 34:22 Erfolg über die stark eingeschätzten Sportfreunde Vöching ist das Team von Michael Jäger nun als einzige verlustpunktfreie Mannschaft an die Spitze gerückt. Dabei hatte es gegen die letztjährigen Tabellendritten aus dem Landkreis Miesbach vor Spielbeginn noch wenig verheißungsvoll ausgesehen. Mit Roman Recknagel, Tobias Mausermann und Andi Bedurke mussten gleich 3 Stammkräfte ersetzt werden. Der starke Kader jedoch kann gegenwärtig offenbar auch solche Schwächungen gut verkraften. Angeführt vom glänzend aufgelegten Fabian Hartmann dominierte Vaterstetten die Begegnung über die gesamte Distanz. Mit einer Torausbeute von 36 Treffern in 3 Spielen ist Hartmann ein Garant für den derzeitigen Erfolg seiner Mannschaft. Die Gäste aus Vöching überzeugten in der Partie zwar mit schnellen Gegenstößen. Beim Positionsangriff leisteten sie sich aber zu viele Fouls und technische Fehler. Der TSV Vaterstetten will natürlich nun die Tabellenführung mit allen sportlichen Mitteln verteidigen. Die nächste Aufgabe stellt sich dabei in der Auswärtspartie beim TSV Forstenried am 19. Oktober. Tyson und von Dicken holen Tischtennistitel im Bezirk Münster. Es war eine Mammutaufgabe für den Tischtennis-Traditionsverein 1. TTC Münster. Die Westfalen hatten am Wochenende die Ausrichtung der Einzelmeisterschaften im Tischtennisbezirk Münster übernommen. Und dabei war perfekte Organisation gefragt, denn 450 Aktive brachten die Sporthalle Ost beinahe zum Bersten. Gespielt wurde an 20 Wettkampftischen und so blieb man trotz großer Masse und Klasse im Starterfeld am Ende voll im Zeitplan. Bei den Damen ganz oben auf dem Treppchen landete Jutta von Dicken. Die für das Dreamteam Recklinghausen gemeldete routinierte Ex-Bundesligaspielerin gewann ihr Finale gegen Melanie Meredich vom TuS Hiltrup beinahe mühelos mit 4:0. Im Herren-Einzel triumphierte der Gelsenkirchener Mike Tyson vom TTC Horst Süd, übrigens nicht zu verwechseln mit dem US-Boxer gleichen Namens. Er setzte sich in 6 Sätzen gegen Dennis Scheunig von der TB Burg Steinfurt durch. Videos von den Bezirksmeisterschaften finden sich im Tischtennis-Ressort von RSK 1 unter der regionalen Auswahl Nordrhein-Westfalen und Münster. Die Turnierergebnisse aller Leistungs- und Altersklassen sind auf den Seiten des Ausrichters unter www.ttc-münster.de verfügbar. Tischtennisherren aus Dahlewitz punkten in Marlow. In einem Tischtennis-Punktspiel der brandenburgischen 2. Landesklasse Süd war der SV Blau-Weiß Dahlewitz zu Gast bei der Reserve des Marlower SV. Gespielt wurde im 4er-Mannschaftssystem, jeder gegen jeden, mit 2 Doppeln zum Auftakt. Bereits nach den Eingangsdoppeln führte Dahlewitz mit 2:0 und gab die Führung bis zum Endstand von 10:6 nicht mehr ab. Auf Seiten der Marlower bestach der erst 15-jährige Markus Fricke durch sein druckvolles Angriffsspiel und setzte sich nervenstark in 2 engen 5-Satzspielen durch.
Er behielt auch gegen Dalewitz Spitzenmann Reno Gläser mit 3:2 Sätzen die Oberhand. Informationen zum Tischtennissport im Land Brandenburg gibt es auf den Internetseiten des Fachverbandes. Die Adresse lautet www.ttvb.de. Und noch einmal Tischtennis auf RSK 1. Brandneue Clips von der Partie Tusslichterfelde gegen TTC Borussia Spandau finden sich unter der regionalen Auswahl Berlin. Lichterfelde gewann auch das 5. Spiel der laufenden Saison deutlich mit 9:2 und festigte damit die Tabellenführung in der Bezirksliga B. Der Klassenprimus steht nun mit 10:0 Punkten an der Spitze, gefolgt von der Zweitvertretung des VfK Berlin Südwest mit 9:1. Die Spitzenbegegnung der Hinrunde zwischen diesen beiden Mannschaften findet am Freitag, dem 7. November um 19.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Steglitz statt. Der Tischtennissport in der Bundeshauptstadt präsentiert sich im Portal des Tischtennisfachverbandes unter www.bettv.de.